Danke. Mein Name ist Gebhard Hofner. Isaac und ich werden hier heute für die VVN BDA einen Beitrag bringen. Isaac sagt gleich noch genauer, wer wir sind. Heute ist ein besonderer Tag für unsere Mahnwache. Nicht, weil heute der zweite Montag im Monat ist. Normal sind wir am ersten Monat hier. Auch einige andere werden am ersten Monat normalerweise hier sein. Der erste Montag im Mai war der 1. Mai. Da haben diese Damen und Herren nicht demonstriert. Das haben sie den Gewerkschaften überlassen. Der besondere Tag heute ist der, dass heute der 8. Mai ist, der 78. Jahrestag der Befreiung von Krieg und Faschismus am 8. Mai 1945. Wir hier Versammelten, wenn ich mich so in der Runde umgucke, haben das Grauen des Zweiten Weltkriegs und des Hitlerfaschismus nicht erlebt. Das verdanken wir auch der Gnade der späten Geburt. Insbesondere aber verdanken wir es denen, die die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen haben, die nach 1945 gegen die Remilitarisierung der Bundesrepublik und gegen das Wiedererstarken von alten und neuen Nazis demonstriert haben, die für ein demokratisches Deutschland gekämpft haben. Ich hatte das Glück, als junger Mensch, als Schüler, Mitglieder der VVN und anderer Antifaschistinnen kennenzulernen. Menschen wie Peter Gingold, der mit seiner Frau... Menschen wie Peter Gingold, der mit seiner Frau Etty in Frankreich in der Résistance kämpfte und dafür in Frankreich ausgezeichnet wurde. In der Bundesrepublik musste er gegen seine Ausbürgerung kämpfen. Man hat ihm die Staatsangehörigkeit aberkennen wollen. Die Tochter Silvia erhielt als Lehrerin in Hessen Berufsverbot. Oder Menschen wie Emil Karlebach, der wie Peter aus einer jüdischen Familie stammt, Kommunist, war im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert bis zur Befreiung des Konzentrationslagers. Nach der Befreiung war Emil Mitbegründer und Lizenzträger der Frankfurter Rundschau, die viele von euch noch kennen, vielleicht auch aus Zeiten, wo sie noch etwas progressiver war. Als Abgeordneter der KPD war Emil 1946 an der Ausarbeitung der hessischen Landesverfassung beteiligt. Sie sichert unter anderem ein Recht auf Arbeit, das Streikrecht, ein Verbot der Aussperrung, die Überführung der Großindustrie und der Banken in Eigentum des Volkes, nicht des Staates, paritätische Mitbestimmung, Lernmittelfreiheit, einen Geschichtsunterricht, in dem die großen, Zitat, Wohltäter der Menschheit, nicht jedoch Feldherren, Krieger und Schlachten im Vordergrund stehen, Zitat Ende. Um nur ein paar auch heute aktuelle Bestimmungen aus der hessischen Landesverfassung zu nennen. Das waren kurz nach dem 8. Mai 1945 Ihre Lehren aus der Geschichte. Ich bin sehr froh, dass meine Gewerkschaft, die IG Metall, im Gedenken an die Zerschlagung der Gewerkschaften am 2. Mai 1933 die Losung auf ihre Fahnen geschrieben hat. Niemals vergessen, für immer gegen rechts, dieses Transparent hier hinter mir. Die Menschen, die wir nachher auf dem Domplatz dort weiter vorne sehen werden, haben anscheinend nichts aus der Geschichte gelernt, falls Geschichte für sie überhaupt Bedeutung hat. Für die AfDler, die Mitglieder und Mitläufer der Partei des Nazis Hötte, der Partei Die Basis, der Reichsbürger, ist der 8. Mai 1945 ein Tag der Niederlage. Sie träumen, das wilhelminische Kaiserreich oder das tausendjährige Reich der Nazis seien noch nicht beendet. Wir werden ihn nachher wieder spazieren gehen sehen, die angeblichen Friedensfreunde, die sich mit Symbolen der Friedensbewegung schmücken. Vor dem Frieden, den Sie meinen, sollten wir uns fürchten und uns weiterhin Ihnen entgegenstellen. Danke. VVN BDA, das steht für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen. Unsere Vereinigung wurde von Überlebenden der Nazi-Verbrechen gegründet und setzt sich seitdem und auch in Zukunft gegen rechte bis rechtsextreme Bestrebungen ein. Dazu gehört auch das Erinnern. Deswegen findet heute um 18 Uhr direkt nach dieser Veranstaltung unsere jährliche Gedenkfeier am Zwinger der Promenade statt. Wir laden euch herzlich ein, gleich dort teilzunehmen. Wenn ihr nicht wisst, wo es lang geht, folgt einfach dieser Person hier. Das ist die Ulla und Ulla geht da gleich auch hin. Also ihr seid herzlich alle eingeladen. Erinnern ist das, was die Rechten, die heute durch Münster marschieren, nicht wollen. Sie laufen Hand in Hand mit Neonazis, ReichsbürgerInnen und der widerlichen AfD durch die Stadt.
Das Ende der Nazi-Herrschaft wird dabei instrumentalisiert, um ihre reaktionären, egoistischen und antisemitischen Weltvorstellungen zu untermauern. Dass sie ausgerechnet den Tag der Befreiung für den Marsch nutzen, ist an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten. Statt die Befreiung vom Nazi-Regime zu feiern, sprechen sie in ihrem Aufruf von einem imaginierten Corona-Regime. Wir haben nicht genug Zeit, alles aufzulisten, was daran falsch ist, deswegen belasse ich es jetzt mit einem deutlichen: Schämt euch dafür! Jahre ist es heute her, dass die Alliierten Deutschland und vor allem die Welt befreit haben von dem Grauen des Faschismus, den Nazis. Das ist zuallererst ein Grund zum Feiern. Zum Nie wieder Faschismus gehört aber auch das Gedenken. Das bedeutet für uns erinnern, handeln und kämpfen. Unsere 2021 verstorbene Ehrenvorsitzende und Holocaust-Überlebende Esther Bejarano sagte zum Thema Kämpfen einmal: Man muss sich klar sein, dass es wieder so weit kommen kann, wenn man nicht dagegen ankämpft. Man darf nicht schweigen. Ich habe die große Angst, dass die Menschen wie damals auch wieder schweigen. Wir nehmen uns ihre Worte zu Herzen und haben geschworen, niemals zu schweigen. Niemals und erst recht nicht heute. Alerta, alerta, Antifaschista! Das gleiche haben wir mit den Enzymen. Enzyme gehören auch nicht zum Menschen. Die Steuerung des Körpers, der Organe, erfolgt über das Herz in 3D. 5G, 4G, andere Geschichten, Angriffe, energetische Angriffe, die auf uns treffen, wird dementsprechend die Säure dieser Viereckschwingung in unserem Körper produziert.